Hallo Leute, hier ist wieder eure Maiwand und willkommen zu einem neuen Testvideo. Und heute werden wir, wie ihr im Titel gelesen habt, Nanunana Produkte testen. Auch wenn bei Nanunana hauptsächlich saisonaler Trash verkauft wird, bin ich ein großer Fan, denn man findet dort dann doch immer wieder die ein oder andere Sache, die das Geschenk noch auf ein neues Level bringt, den letzten Schliff verpasst, die Kirsche auf dem Eisbecher platziert. Anyways, eine Sache habe ich allerdings bei Nanunana noch nie probiert, und zwar deren Süßigkeiten, Scherzartikel, Süßigkeiten. Aber ich lasse mich heute überraschen, wir testen uns mal durch und starten jetzt mit dem Video. Okay, wir starten cute, süß mit dem ersten Produkt. You Let My Heart Pop, Popcorn Flavored Marshmallow. Sieht süß aus mit der Verpackung. Ich muss das hier einmal aufmachen. In der Packung sind so Flocken. Man bekommt dieses Popcorn übrigens für 1,95. Ja, jetzt ist der Staub raus. Ist das cute? Ist das süß? Sieht eigentlich ganz süß aus. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. So, kommen wir zum Taste-Test. Ja, sind stabile Marshmallows. Hätte ich niemals gekauft, außer für den Test, aber falls ihr Marshmallow-Freunde habt. Ja? Erstmal wieder den Mund reinigen. Machen wir weiter mit den süßen Liebessachen, ne? Hier, das ist doch süß. Älter ist wie jung, nur besser. 1,50 Euro für 30 Gramm. Man bekommt eine Standard kleine Tafel Schokolade, ist ja süß. Zuerst hat man das Gefühl, man isst so einen Aldi-Schoko-Weihnachtsmann, aber es schmeckt ganz gut. Also es ist nicht eklig oder so. Und es ist sogar eine Utz-zertifizierte Schokolade. Kommen wir zum nächsten Produkt. Ich glaube, dieses Produkt hat schon jeder mal in so einem Nanunana-Laden gesehen. Eine unnötig lange Marshmallow-Stange. Das sah so bescheuert aus, als ich auf meinem Fahrrad saß und mit einer Hand diese Stange festgehalten habe. Aber not gonna lie, die Marshmallows sehen wirklich delicious aus. Wow! Für 5 Euro kannst auch du diese Stange erwerben. What? Hä? Sieht ganz unschuldig aus, wie ein Marshmallow, ist aber kein Marshmallow. Das ist eine Schaumzuckerware. Ein großer Unterschied. Melonengeschmack. Und dann haben wir hier noch so wirkliche Marshmallow dran kleben. Die schmecken nach Marshmallow. Auch mit Melonengeschmack. Ja, ist okay, Leute. Ist okay. Lass uns das nächste Produkt benutzen, verwenden, testen. Lass uns das nächste Produkt testen. Unser nächstes Produkt ist etwas, das ich tatsächlich aus meiner Kindheit kenne. Und zwar immer, wenn ich nach Polen gefahren bin, habe ich die bekommen. In Handarbeit hergestellte Lollis mit diesen iconic Mustern drauf. Es gibt sogar auf YouTube sau viele Videos, wo sie zeigen, wie sie diese Zuckermasse ineinander verrühren und dann irgendwie noch eine Schicht und dann noch eine Farbschicht. Das dann so krass zu einfach so einem Strang machen. Es trocknet lassen und dann hacken die das so ab und dann siehst du erst so das Muster, was sich dahinter versteckt. Und das ist hier genauso. And I think it's beautiful. Es schmeckt nach muffigem Zucker. Nee, sorry. Ist doch nicht lecker. So, bleiben wir mal bei den Zuckerwaren. Unser nächstes Produkt ist Mini Candy Pizza. Für 2,95 Euro kriegt man das. Das kennt ihr höchstwahrscheinlich. Es ist eine Gummipizza. Ew. Wie sie auch einfach doppelt in Plastik verpackt ist. Mir kommt schon wieder dieser qualitativ nicht hochwertige Gummigeruch entgegen. Ja, leider habe ich mir auch nichts Besseres vorgestellt, ne? Ja, sieht okay aus. Ich meine, es ist ja eine ganz witzige Idee. Also es soll eine Pizza darstellen, ne? Hier ist so der Pizzarand. Da haben wir die Salami und das Ei und Tomatensauce. Und auf der Pizza gibt es noch extra kleine Pizzastücke. Denn wer isst nicht am liebsten Pizza mit Pizza on top? Probieren wir mal so eine Banane. Ja, doch, es ist ganz stabil. Als Kind hätte ich es gerne gegessen. Es sieht aus wie eine Pizza, come on. Aber ich finde, es gibt auch halt auch bessere Süßigkeiten. Aber für 3 Euro ist das ein süßes Geschenk. Kommen wir zum nächsten. Und zwar einen super süßen, für 50 Cent teuren Glückskeks. Die bekommt man eigentlich in chinesischen oder asiatischen Läden nach dem Essen. Aber das Design ist wirklich
Absolut cute. Dann lasst uns mal schauen, wie meine Zukunft aussieht. Hilfe, ich bin in einer Keksfabrik gefangen. Man ist nie zu alt zum Lernen. Ja. Oder auf Französisch, je bin nuit te out en te lernen. Komisch, mit so einem Glückskeks kann man auch irgendwie nichts falsch machen, ne? Schmecken auch alle gleich. Immer. Kommen wir nun zu der Kategorie, die ich im Nanunana am meisten gefeiert habe. Das ist so ein richtiger Allmann-Humor. Also ich glaube, mehr Allmann-Humor gibt's nicht. Wirklich. Sie haben eine Wand, die aussieht, als ob sie in der Apotheke stehen könnte. Und dort haben wir Produkte wie Schleckimpfung. Stoppt den Stress, sorgt für Entspannung und gibt neue Energie. Der sieht aus, wie man so richtig so in einem Film einfach so ein Kind ein Lolli gibt. Lollipop. Oh mein Gott. Ich habe diesen Lolli im Mund genommen und habe mich entspannt nach hinten gelehnt. Wirkt. Der schmeckt auch simpel und nach Zucker. Aber er hat so diesen gewissen... Meinen Stress habe ich besiegt. Aber jetzt brauche ich auch noch Notfallschokolade. Im Notfall die Scheibe einschlagen. Ich mag die Dose. Cool. Wisst ihr was? Guck mal, wenn man jetzt die Notfallschokolade... Ich kriege hier nicht raus. Alles klar. Oh, die sieht ja richtig süß aus. Die sieht so richtig aus, wie man sich so eine kleine Schokoladentafel vorstellt. Was laber ich schon wieder? Taste Test. 100% Aldi Schoko Weihnachtsmann. Ich meine, kostet 2,95 Euro. Das ist keine 2,95 Euro Schokolade. So, bei dieser Medizin, die ich jetzt in der Hand halte, wird sich Kelly sehr freuen, denn das würde sie mir auch verschreiben. Klugscheißeritis-Pille. Bei penetranter Besserwisserei, gut verträglich, schnell wirksam. Was ist das überhaupt? 4 Euro. Ihr müsst euch merken, 4 Euro, ne? 4 Euro. 4 Euro. 4 Euro. Wenn die jetzt nicht wie die besten Schokolinsen aller Zeiten schmecken. Kommt Leute, ey, 4 Euro dafür, dass ihr euch eine lustige Verpackung ausgedacht habt. Was haben die Lollis gekostet? 3 Euro. Naja gut, 3 Lollis, 1 Euro pro Lolli. So, die Medizin hat aber natürlich noch andere Mittel. Die hole ich jetzt. Schutzimpfung. Aber gegen Liebeskummer. Morgens, mittags, abends. Führt möglicherweise zu krassen Partyexzessen. Was die uns eigentlich damit sagen möchten? Hast du Liebeskummer? Ich sauf dir einen rein. 5 Euro. Oh, ich kann mir wenigstens 3 Schnäpse für. So. Oh, ich hab Liebeskummer. Ah, oh, Timo. Oh, mm. Schmeckt, als ob es irgendjemand in seinem Keller selber zusammengebraut hat. Das ist wirklich das Allerekligste, was ich jemals getrunken habe. Geht's weiter. Rezept Nervennahrung. 4 Euro für einen Schnaps. Beruhigungsmittel. Willkommen in Deutschland, wo Schnaps als Beruhigungsmittel verkauft wird. Aber ich bin jetzt mal nicht so ein Spießer, ne? Zur Mitte, zur Sitte, zum Tag, zack, 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 die Bohne. Ja, okay. Ah, oh, okay, das finde ich auch irgendwie cool wieder. Es hat sich nämlich herausgestellt, meine Damen und Herren, dass das gleichzeitig eine Grußkarte ist. Wow. Nächste Medizin. Sei frech Serum. Auch für 3,95 Euro. Sei frech Serum klingt auch so ein bisschen und die Verpackung sieht auch aus, als ob es von Harry Potter sein könnte. Ronald Weasley. So, wenn das jetzt nicht wie ein guter Pfeffi schmeckt. Ist nicht so meins. Aber bleiben wir doch einfach mal beim Thema Alkohol. Denn das lieben wir alle am meisten. Ich, ja, konnte einfach nicht widerstehen, ne? Ein Glas, das gefüllt ist mit Weingummi und es sieht aus wie ein Bier. 5,95 Euro. Guckt euch mal den Unterschied an. Was sind das für Preise? Ich habe das Gefühl, so irgendjemand klebt da einfach irgendwelche Preise drauf. Das konnte man beim Kaufen gar nicht lesen. Best Friends Forever. Geile, dicke Marshmallows. Schmeckt nach Marshmallow. Boah, wenn das jetzt nach Bier schmecken würde, das wäre funny.
Zitrone. Aber warum macht man denn nicht, man könnte doch das Weingummi biergeschmackmäßig machen. Das wäre doch cool. Und das Marshmallow schmeckt nach Bierschaum. Unser letztes Produkt. Finde ich, passt einfach perfekt gerade. Einfach die beste Zeit ist jetzt. Beerenperlwein halbtrocken. So, cheers, Leute. Auf eine gute Zeit, auf eine verrückte Zeit. Prost. Ja, das schmeckt ganz fantastisch. Falls ihr eine BFF habt, dann schenkt ihr zu dem Bierglas doch gleich den Beerenperlwein. Kauft eine Marke, die sie mag und klebt da selber was drauf. So, und das war mein großer Test von Getränken und Lebensmitteln und Süßigkeiten aus Nanunana. Dinge, die ich noch nie probiert habe, so wie Marshmallows und Smarties. Ich meine natürlich Klugscheißerpillen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt doch mal, was empfehlt ihr denn so bei Nanunana? Schreibt mir mal in die Kommentare. Bis dann. Tschüss.